Kapitel 2. Niemand außer ich. Auch dieses Mal war es mehr als nur ein Treffen, welches zur selben Zeit stattfand. Während sich nämlich Sakit aufmachte, auf eine neue Reise, entgegen seiner eigenen Wünsche, war auch Flamme auf der Reise. Und er wusste selber, dass bisher noch nie anders gewesen war. Seine Reise würde ihn zunächst nicht in einen Weltenbaum führen. Stattdessen war es zum wiederholten Male ein See, herausstechend aus einer eigenartigen Ewigkeit. Ein See, den Flamme brauchte? Wohl kaum. Wenn es eines gab, was das Vulpix nun verstanden hatte, dann war es die Schwäche in Massen. Was hatte er denn bisher gewinnen können, daraus andere Pokémon mit sich zu nehmen? Es konnte nur brechen, nicht helfen. Doch bevor Flamme umdrehte, kam ihm ein anderer Gedanke. Ja, er wäre alleine am stärksten. Aber war Inferno nicht auch er? Alleine hieß nicht, dass die innere Stimme nicht vielleicht helfen könnte. Zumindest ein Versuch wäre es wohl wert. Also, entgegen erster Instinkte, entschied sich das Vulpix dazu, einen Schluck Wasser zu nehmen. So, wie er es immer getan hatte. Und natürlich würde sich auch dieses Mal nichts ändern. Warum sollte es? Es änderte sich nie etwas. Wieder verschwand die Reflexion des Vulpix in den Wellen des Sees und ersetzte sich durch ein weiteres, doch nicht gleiches Wesen. Du bist also wirklich noch hier? Natürlich bin ich das. Wo sonst sollte ich denn sein? Ich existiere nur an diesem Ort, Flamme. Und doch würde es mich an diesem Punkt nicht wundern, wenn auch du verschwinden würdest. Mein Beileid. Spar dir deinen Sarkasmus. Ich bin nicht sarkastisch, Flamme. Ach, bist du nicht? Wofür dann das Beileid? Egal. Lass uns nicht streiten. Dazu ist die Lage zu schön. Die Reise schreitet voran, mit wirklich viel Erfolg. Inzwischen seid ihr im Weltenbaum der Schatten angekommen. Herzlichen Glückwunsch, Flamme. Du und deine Mitstreiter, ihr gehört zu den wenigsten, die nun jeden einzelnen Weltenbaum bereist haben. Und für was? Das können die Weltengeister uns immer noch nicht verraten. Weil sie es nicht wissen. Tu nicht so, als wäre irgendetwas an dieser Reise ein Erfolg. Zumindest für uns. Denn es ist keiner. Der Einzige, der gewinnt, sind die Weltengeister und ich weiß nicht einmal was. Erzähle mir mehr. Alles, was draußen vorgeht, bekomme ich noch lange nicht mit. Glaubst du wirklich, wenn die Weltengeister irgendeinen Plan haben, würden sie uns dafür durch jeden einzelnen Weltenbaum scheuchen und uns noch direkt behindern, wenn wir zum Kern der Weltengeister sollen? Warum verrät uns Tundil dann nicht, wo er ist? Oder Lunala? Stattdessen lassen sie uns suchen. Und wofür? Sie wollen doch unsere Hilfe. Angeblich. Und Omegon spricht immer noch davon, dass wir angeblich nur eine Ablenkung seien, auf die wir hereinfallen sollen. Und weißt du was? Vielleicht hatte er recht, aber überzeugt bin ich nicht. Selbst als Ablenkung würde es nämlich keinen Sinn machen, wie wenig uns die Weltengeister wirklich helfen. Sie haben etwas anderes vor. Und ich weiß nicht was, aber ich werde es herausfinden. Inferno wirkte, entgegen Flammes eigener Erwartung, eher wenig überzeugt von den Worten seines Hosts. Aber wirklich Sinn macht es nicht, oder? Du kennst Omegons Pläne. Er hat sie euch selber zugegeben. Das heißt, die Weltengeister brauchen Hilfe. Das Gerede von der Ablenkung macht zumindest noch irgendwo Sinn. Aber etwas anderes? Nicht nur, wenn die Weltengeister irgendeinen Grund haben, euch leiden zu lassen,
Aber auch würden sie ihre eigene Zeit verschwenden, die sie für den Kampf gegen Omegon brauchen könnten. Heißt, sie würden sich selber schaden, nur um euch schaden zu können. Habe ich zwingend gesagt, dass sie uns zwingend schaden wollen? Aber irgendwas müssen sie vorhaben. Sie können sich doch auch nicht einfach so an unsere Gruppe klammern. Nein, 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 nein. Ich weiß es. Inferno, ich verstehe. Es folgte keine Antwort. Die Weltengeister wollen uns gar nicht schaden. Aber auch klammern sie sich nicht an unsere Gruppe. Sie hatten nie geplant, dass irgendjemand mitkommt. Außer Sol und mir. Und vermutlich bereuen sie auch Sol bereits. All diese Schwierigkeiten. Sie sind der Weg der Weltengeister, den Rest stoppen zu wollen. Nicht aber mich. Ich bin der Auserwählte. Es ist meine Sage. Die Weltengeister wollen, dass ich alleine reise. Nur ich. Alleine. Dass ich der Einzige von uns bin, der überhaupt versteht, dass sie etwas verheimlichen zeigt ist. Sie wollen Omegon bezwingen, aber sie wissen, dass niemand das kann. Niemand. Außer ich. Und ich werde behindert von den Pokémon, die sich ungefragt angeschlossen haben. Das muss es sein. Nun, ich widerspreche ungern. Immerhin war ich schon lange der Meinung, dass es für deinen Verstand am gesündesten wäre, die anderen Mon hinter dir zu lassen. Was ich mir allerdings schwer vorstellen kann, ist, dass die tollen Weltengeister irgendeiner anderen Moral folgen als der Kraft der Massen. Sie kennen mich nicht und verstehen dadurch dich nicht. Sie wissen nichts von deinem Wahn. Sie wissen nicht, dass die anderen Reisenden dir schaden. Und hierdurch, selbst wenn sie dich alleine als Retter sehen, sie würden keinen Grund sehen, den Rest nicht trotzdem an deiner Seite zu wissen. Schwachsinn! Nichts als Schwachsinn! Inferno sprach, als wüsste er, wovon er sprach. Dabei wusste er selber, dass dies nicht stimmte. Und das weißt du woher? Woher kannst du denn so viel über sie erzählen, über die tollen, großen Weltengeister? Hast du sie getroffen? Ich schon. Und sie haben Geheimnisse. Diese Wesen sind nicht, wer sie vorgeben. Und ich weiß genau, was sie wollen. Und wer weiß, vielleicht haben sie ja nicht ganz Unrecht. So gerne ich zustimmen will, Flamme. Hast du denn Beweise? Du bist dir zwar sicher, doch unter welcher Grundlage? Denn was du nicht tun kannst, ist ihre Gunst zu verlieren. Es ist ohnehin egal, wer nun erwählt wurde und wie. Wir werden Omegon brennen lassen. Aber dazu müssen wir seine Wurzelwelt erreichen. Und wie willst du das tun? Es folgte zunächst keine Antwort. Woher auch? Flamme hatte keine. Er hatte ja nicht einmal eine Ahnung, wie er die Wurzelwelt der Sterne mit der Hilfe der Weltengeister erreicht. Also wie sollte es ohne funktionieren? Dachte ich es mir doch. Und genau deswegen musst du überlegen. Das Einzige, was wir derzeit wissen, ist, was Omegon will und was die Weltengeister wollen. Und dass sie behaupten, dich in die Wurzelwelt bringen zu können. Also ist gerade noch der beste Zug, auf sie zu hören. Denkst du nicht? Vielleicht würde ich das, wenn sie auch nur irgendwann schon mal gezeigt hätten, dass sie selber eine Ahnung haben. Das tun sie aber nicht. Stattdessen schicken sie uns durch Weltenbaum nach Weltenbaum und behaupten, dass wir im Weltenbaum der Schatten fündig werden. Aber wie? Nur weil er dem des Sternlichtes nahe ist? Das waren die Weltenbäume des Lunaren und des Sturmes auch schon. Aber dort war nichts zu machen. Wenn die Weltengeister etwas wüssten, sollten sie uns dies sagen. Und woher weißt du, dass sie das nicht schon haben? Weil ich das wüsste! So eine dämliche Frage hatte Flamme schon lange nicht mehr gehört. Glaubte Inferno, dass er dumm oder schwerhörig war? Ich glaube, dass du nicht immer zuhörst.
Woher weißt du denn, dass Tundil nicht schon mehr offenbart hat? Immerhin ist er derjenige, der euch in eben jenen Weltenbaum bringt, in welchen der Schlüssel liegen soll. Weil ich bei ihm war und er hat nichts gesagt. Für mich sah es eher so aus, als hättest du ihn gar nicht reden lassen. Und der Rest deiner Gruppe ist eine ganze Weile nach dir durch sein Portal getreten. Er hat dir nichts gesagt, weil du ihn nicht angehört hast. Aber vielleicht sind die anderen Mon schon informierter. Noch ein Grund, sie noch. Betonung liegt auf noch. An deiner Seite zu halten. Wenn sie auch keine Ahnung haben, was ihr tun sollt, sobald ihr in der Wurzelwelt der Schatten seid, dann kannst du gerne noch einmal entscheiden. Oder wenn du es selber weißt. Aber bis dahin, vielleicht. Nur vielleicht brauchst du sie. Du missverstehst etwas Grundlegendes, Inferno. Ich brauche niemanden. Absolut niemanden. Vielleicht dachte ich das mal. Aber hey, ich bin wohl kuriert. Alles, was ich brauche, ist mich selber und mein Telizium. Reicht das, um Erfolg zu haben? Niemals. Ich bin schwach. Ein Niemand im Angesicht des höchsten Wesens. Und meine mentalen Selbstgespräche machen mich nicht besser. Der einzige Grund, warum ich alleine reisen muss, ist, dass niemand anderes so wenig zu verlieren hat. Ich kann nicht siegen, aber wenn ich es nicht probieren würde, müsste ich weitermachen. Der Rest dieser Mon hat noch etwas, für das sich das Leben lohnt. Sie sind nicht wie ich. Und das ist auch gut so. Für sie. Was für eine Antwort Flamme nun erwartete, wusste er selber nicht. Sorge? Wohl kaum. Verwirrung? Vielleicht. Mitleid? Eher nicht. Irgendwas Motivierendes? Jein, wenn, dann wäre es etwas, das Inferno für motivierend hielt und nichts, was es tatsächlich war. Aber eine Antwort voller Zorn war tatsächlich nicht vorhergesehen. Ruhe! Hör auf zu sprechen, wenn nichts als Abfall bei herauskommt. Flamme, mir ist scheißegal, wie stark du bist. Mir ist scheißegal, wie clever du bist. Mir ist scheißegal, wer du bist. Du bist mir allgemein scheißegal. Ich habe es dir schon einmal gesagt. Mein Ziel ist Rache. Rache an Omegon. Und der einzige Grund, weshalb ich mich mit dir abgebe, ist, weil du meine letzte Chance bist, bevor Omegon siegt. Und genau deswegen höre ich mir so etwas nicht an. Scheitern ist keine Option. Mir ist egal, was es kostet und wie wir es tun, aber wir werden Omegon brennen lassen. Und das schaffen wir nicht, wenn du es für nötig hältst, aufzugeben. Diese anderen Mon sollten nicht mitreisen, weil sie dir schaden. Nicht um ihren Willen. Sie sind mir egal. Alles ist dir egal. Außer unser Erfolg, nicht? Du willst nichts außer dem Unmöglichen. Und du willst, von was du nicht weißt, ob es möglich ist. Alles, was du willst, basiert erst einmal darauf, dass uns die Weltengeister wirklich helfen können. Und selbst wenn sie das tun, selbst wenn, es stünde uns immer noch eine ganz winzige Hürde gegenüber. Und zwar Omegons geeinte Helden. Du weißt schon, diejenigen, an deren Seite du selber einst gekämpft hast. Wenn das keine Lüge von dir war, dann dürftest du selber wissen, wie unsere Chancen aussehen. Ich habe zu viel gesehen. Gerade mit ihnen. Was denkst du? Wie oft haben uns Pokémon oder sogar wir selbst gesagt, dass wir nicht stark genug wären? Dass es unmöglich wäre, dass wir siegen. Dass ein Feind wie Darkrai zu stark für uns sei. Und jetzt, sieh dir an, was geschehen ist. Jetzt bin ich hier, während ich selber lieber anderswo wäre. Und wünschte mir, er wäre wirklich zu stark gewesen. Aber nein, wir mussten ja gewinnen. Ich habe schon zu oft gehört, dass es unmöglich ist, um darauf zu hören. Und solltest du das nicht auch? Was habt ihr denn bisher alles auf dieser Reise getan? Was manche unmöglich nennen würden?
einen Krieg beendet, den Schlüssel zu Terrus schmieden lassen, euren Weltenbaum verlassen, die Weise vom Eisberg getroffen, Lunalas Kern gefunden, Ivy und ihren ganzen Stamm auf eure Seite gezogen. Omegon hat euch in den Sturm gelassen, ihr habt das Labyrinth gefunden, verlassen und Tundil gefunden. Bei den Göttern, eure ach so kleine Scheißgruppe hat eine Stimme des Lebens getötet. Und du hast dabei selber kaum gekämpft. Also halt dein Maul von wegen, es ist unmöglich. Es ist erst unmöglich, wenn wir tot sind. Nicht früher. Nein, es war schon immer unmöglich. Dass andere Pokémon dieses Wort für alles nutzen, für das sie zu faul sind, ist nicht meine Schuld. Aber wenn du wirklich an unseren Erfolg glaubst, dich nicht bloß daran hängen willst, dann die Wahrheit nicht einsehen kannst, dann bist du ein Narr. Nicht mehr. Weißt du, Flamme? Ich denke, für heute habe ich genug gehört. Es wird Zeit für dich aufzubrechen. Also los. Der Weltenbaum der Schatten wartet. Und wer weiß. Vielleicht glaubst du ja bei unserem nächsten Treffen dann auch, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Nun, entweder das oder du lebst nicht bis zum nächsten Treffen.